Eine besondere Medaille für besondere Menschen. Zum 13. Mal verleihen das Institut für Weltwirtschaft, die Landeshauptstadt Kiel und die IHK Schleswig-Holstein in den Kategorien Wirtschaft, Wissenschaft und Politik den weltwirtschaftlichen Preis. Ja, um in das Nominierungsverfahren zu kommen, muss man nicht nur im eigenen Bereich sehr erfolgreich gewesen sein, aber man muss dadurch auch einen wichtigen Beitrag zur Gesellschaft geleistet haben. Und das ist nicht einfach. Und die Preisträger, die wir haben, sind beispielhaft, weil sie uns das ermöglichen. Die indische Bankerin Arundhati Bhattacharya setzt sich in ihrem Heimatland für Frauenrechte und die Armen ein, die mittels Fingerabdruck leichter Konten eröffnen können. Mode produziert in Italien zu fairen Arbeitsbedingungen und Löhnen. Dafür steht Brunello Cucinelli. Der schwedische Ökonom Assar Lindbeck erforschte den Arbeitsmarkt und erklärte mit seinen Theorien den Zusammenhang von Arbeitslosigkeit und Lohnniveau. In der Kategorie Politik nimmt der ehemalige Bundespräsident Horst Köhler den Preis für sein Engagement in Afrika entgegen. Und deshalb nehme ich diesen Preis mit viel Dankbarkeit entgegen für das, was ich hier lernen durfte und auch mit ein bisschen Wehmut für meine Kieler Zeit. Der weltwirtschaftliche Preis steht für Weltoffenheit, den Einsatz für eine sozial verantwortungsvolle Gesellschaft, auch in Zeiten der Globalisierung. Aber wir als Bürgerinnen und Bürger müssen das mitleben. Und darum geht es. Und deswegen ist der Preis so wichtig, weil es ist beispielhaft für wie wir uns auch einstellen können auf die Zukunft.